Protest bringt nichts? Dann hör dir das mal an. 2018 protestierten AktivistInnen in Baumhäusern gemeinsam mit 50.000 Menschen für den Erhalt des Hambacher Waldes am Braunkohletagebau. Der Wald wurde erhalten und der NRW-Polizeieinsatz nachträglich von einem Gericht als illegal verurteilt. Erstmals hat das Bundesverfassungsgericht Klimaschutz als ein Recht anerkannt und die Regierung 2019 zu mehr Klimaschutz verdonnert. Die Klimaklage hatte durch die Proteste von Fridays for Future einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung erhalten. Analysen zeigen, eine höhere regionale Streikbeteiligung führt zu einem Stimmengewinn für Klimapolitik und zu einem massiven Stimmenverlust für die AfD. Seit den Protesten kann sich keine demokratische Partei mehr ein Programm ohne Klimaschutzrhetorik leisten. Wahlkampf ohne Klimaschutz ist dank euch unmöglich geworden. Die Dörfer Kainberg, Kuckum, Berberath, Oberwestrich und Unterwestrich wurden durch Proteste vor der Zerstörung gerettet. Und die Kohle darunter muss im Boden bleiben. Die Proteste haben Klimaschutz zur politischen Priorität in Deutschland gemacht. Die Mehrheit will, dass die Regierung mehr fürs Klima tut. Die Veränderung geht den vielen immer noch zu langsam. Schreibe weiter mit uns Geschichte. Komm mit uns auf die Straße.